Guten Tag, ich heiße Anna Embajek-Barasa. Ich bin die Rechtsanwaltin. Heute möchte ich Ihnen drei Hinweise geben, wenn Sie einen Vertrag prüfen wollen. Also, unabhängig, ob Sie einen Vertrag in Polen, in Deutschland oder in Österreich abgeschlossen wollen, hat er natürlich viele Gemeinsamkeiten. Aber aufgrund der unterschiedlichen Regelungen lohnt sich bei der Prüfung eines Vertrags in Polen achten auf. Erstens, ob die Person, die der Vertrag unterzeichnen wollen, dazu befugt ist. Das nationale Gerichtsregister und Zentralgewerberegister enthalten alle Informationen über Unternehmen. Ich werde im Kommentar einen Link anfügen. Natürlich, es ist so, dass Sie sollen viel mehr prüfen. Wenn die zwei Seiten unterschreiben den Vertrag, natürlich wirklich wichtig ist, um diese Firma zu prüfen. Alle verstehen das. Aber Sie sollen wissen, wenn Sie haben das noch nicht gemacht, dass in Polen wir haben eine weiße Liste Finanzamt und dort stehen alle Bankkonto von allen Unternehmen. Sie sollen das prüfen, ob dieser Konto, die im Vertrag steht, ist wirklich auf dieser Liste, weiße Liste von Finanzamt. Außerdem, wie bei allen Verträgen, natürlich sollen Sie prüfen, sehr genau den Namen von Firma in diesem Register oder und wer kann diese Firma vertreten und natürlich auch alle anderen Informationen, die sind in diesem Register. Außerdem, es ist auch sehr wichtig, um gucken, ob diese Firma aktiv ist oder nicht. Ja, und prüfen, ob sie wirklich kann irgendwelche Vertrag unterschreiben. Außerdem, wirklich wichtig ist auch, was am Ende sich befindet, am Ende natürlich von Vertrag. Es ist so, dass sehr oft am Ende des Vertrages ist geschrieben, ob ein Hinweis auf einen Werkvertrag oder einen Auftrag steht. Und der Unterschied ist wirklich groß. Also abhängig davon, ob es steht, dass es Werkvertrag oder Aufvertrag, sind andere Kündigungstermine ganz andere die Möglichkeit, wenn es geht um Kündigung. Außerdem die Bezahlung. Es ist auch sehr wichtig, dass diese Regelungen sind wirklich ganz anders. Also wenn Sie gucken darauf, beispielsweise im Artikel 746 steht, der Auftraggeber kann den Auftrag jederzeit kündigen. Aber wenn Sie gucken auf Artikel 644, natürlich vom Zivilgesetzbuch, dort steht, kann der Besteller jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Ich denke, dass jeder versteht den Unterschied zwischen zurücktreten und kündigen, so es ist wirklich ein großer Unterschied. Darum sollen Sie sehr genau prüfen, was am Ende steht. Ich weiß, dass alle prüfen den ganzen Vertrag und gucken, was drin steht, aber nicht auf solche Dinge. Darum, ich wollte Ihnen sagen, dass es ist auch unabhängig, was Sie im Vertrag schreiben, es ist wirklich wichtig, was im Gesetz ist. Ich denke, dass Sie wissen das natürlich, dass wir immer müssen Zivilgesetzbuch kennen. Also gucken Sie bitte, wenn Sie solche Vertrag unterschreiben wollen. Natürlich andere Tipps werde ich Ihnen geben im nächsten Video. Für heute danke ich sehr und ich hoffe, dass wir sehen uns bald. Danke sehr.